Wenn wir Entscheidungen treffen, dann haben wir früher immer gedacht, unser Bewusstsein entscheidet. Heute wissen wir aus der Gehirnforschung, dass unser Bewusstsein ungefähr 40 Bits verarbeitet und unser Unbewusstes 11 Millionen Bits. Das heißt, der Bauch entscheidet, der Kopf rechtfertigt. Der Mensch ist ein multisensorisches Wesen und in erster Linie braucht er natürlich seine Augen, um sich zu orientieren. Das ist der schnellste Sinn. Der Hörsinn ist auch sehr wichtig. Aber die Welt scheint wirklich erst zu uns zu kommen, wenn wir sie berühren. Dann ist sie plötzlich wahr. Ich war immer ein haptischer Mensch. Ich habe immer sehr viel Ballsportarten betrieben. Ich habe mich sehr viel mit Dingen beschäftigt, wo ich mit meinen Händen Dinge tun konnte. Liebe und Zuneigung ist für uns über die Haptik kodiert. Es reicht uns nicht, Dinge zu sehen, es reicht uns nicht, Dinge zu hören. Wenn wir etwas lieben, wollen wir es anfassen. Sex kann man sich im Dunkeln vorstellen und lautlos. Aber ohne Berührung geht gar nichts. Wenn wir darüber sprechen, eine Beziehung herstellen zu wollen zwischen einer Marke und einem Produkt und die Emotionen der Menschen zu erreichen, kommen wir um die Haptik gar nicht herum. Es ist gar keine Frage, ob man multisensorisch oder haptisch kommunizieren möchte. Man kann nicht nicht multisensorisch kommunizieren, weil jedes Produkt, jeder Kontakt mit einer Firma, jeder Kontakt mit einem Mitarbeiter der Firma erzeugt ganz, ganz viele sensorische Signale, die im optimalen Falle natürlich gesteuert werden und sonst dissonante Signale senden, die den Kunden eher verwirren oder diffuse Bilder erzeugen. Die Haptik ist ein Nahsinn. Wir müssen bewusst greifen. Also es ist also ein aktiver Sinn. Damit eignen wir uns die Welt an, weil wir können bestimmte akustische Eindrücke nicht vermeiden und auch, dass wir Dinge sehen, können wir auch nicht vermeiden. Aber was wir greifen, das entscheiden wir ganz bewusst. Man kann sich verhören, man kann sich versehen, aber man kann sich nicht verfühlen. Apple hat uns beigebracht, seine Geräte zu streicheln. Der motorische Code des Streichelns aktiviert Liebe, Zuneigung, Intimität. Der Mensch kann die meisten Produkte, die er heute kauft, kaum mehr beurteilen in ihrer Qualität. Und deshalb ist er darauf angewiesen, alternative Signale für das Ganze zu nehmen. Das heißt, wenn jemand sich mit Autos nicht auskennt, dann geht er um das Auto rum und tritt dreimal vor die Reifen und lässt die Tür ins Schloss fallen, um das Geräusch, um von dem Geräusch auf die Gesamtqualität des Autos zu schließen. Und wenn man Produkte nicht probefahren kann, muss man eine Alternative suchen, eine alternative Welt, eine alternative Erfahrung. Es ist ja so, dass allein schon der physische Kontakt mit einem Produkt direkt eine psychologische Inbesitznahme erzeugt. Das heißt, wenn man diese Kontaktzeit verlängert, weiß man heute, dass dann erstens die Preissensibilität sinkt und der Besitzwunsch steigt, weil man, wenn man das Objekt wieder aus der Hand legt, dann ist es so, als würde man etwas, was man schon besitzt, wieder weggeben müssen. Und die Menschen schätzen die Dinge, die sie besitzen, immer mehr als Dinge, die sie besitzen könnten. Im Fall zum Beispiel einer Dienstleistung kann das der Prospekt sein oder die persönliche Vorteilsrechnung, was ich von einem Produkt habe. Und dann schafft man auch selbst so abstrakte Produkte wie ein Konto, kann man dann zum Anfassen machen. Welche Touchpoints existieren? Wo treten unsere Kunden in Interaktion mit uns und haben direkte, konkrete sensorische Erlebnisse und Teil davon ist die Haptik? Und wie können wir diese Konzepte dann aktivieren? Diese Konzepte über die entsprechenden sensorischen Codes in den Köpfen lebendig werden lassen. So hat man zum Beispiel herausgefunden, dass Macht etwas mit scharfen Kanten zu tun hat. Also ein Objekt, was Macht ausstrahlen soll, sollte scharfe Kanten haben und keine runden Kanten. Das multisensorische Marketing macht die Arbeit für das Marketing eigentlich noch leichter, weil es einen klaren Orientierungsrahmen gibt und das Geschmäckeln rausnimmt. Die Frage, die das multisensorische Marketing beantwortet, ist nämlich, wird über dieses Signal, über dieses Bild, über diese Berührung, über diesen Geruch das für uns relevante Konzept transportiert? Und dann wird nur noch darüber diskutiert, transportiert dieses Signal das Konzept oder nicht? Und nicht mehr, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Wenn wir die Welt mit unseren Händen begreifen, dann denken wir tiefer, schneller, besser.